Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit dem Mittelpunkt einer Strecke. In einem der vergangenen Videos habe ich dir ja schon das ganze Thema anhand einer Formel erklärt. Wenn du allerdings in der Oberstufe bist und das Thema Vektoren ja sozusagen thematisiert, dann erwartet natürlich deine Lehrerin, dass du so eine Fragestellung mit Hilfe von Vektoren beantwortest. Und genau darum geht es heute. Wenn dich das Ganze interessiert, dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß bei diesem Video. Wie du siehst, habe ich jetzt für dieses Video zwei Punkte vorbereitet, und zwar den Punkt A, 2, 4 und minus 2 und den Punkt B, minus 2, 0 und 6. Irgendwie, damit wir wissen, worum es jetzt heute geht, mache ich nochmal eine ganz kurze Skizze und danach erkläre ich dir diese Formel an diesem Beispiel. Also wir haben einen Punkt A, den zeichnen wir mal ganz kurz ein. Wir gehen irgendwie 2 nach da, also irgendwie vom Ursprung 2 nach da, 4 zur Seite und 2 runter. Ob das jetzt nun irgendwie grafisch passt, ist egal. Aber wir haben hier einen Punkt A. So zeichnet man ja Punkte ein. Falls das Ganze noch nicht ganz klar ist, schau bitte in dieses Video dreidimensionales Koordinatensystem. Da weißt du dann auch, wie man Punkte einzeichnet. Wie das Ganze auch mit der Beschriftung funktioniert und so weiter. Doch heute will ich dir einmal ganz kurz dieses Thema grafisch erklären. So, Punkt 2 ist der Punkt B. Wir gehen irgendwie 2 Einheiten nach da, 0 zur Seite und dann 6 nach oben. So, das heißt, hier haben wir Punkt B. Und diese beiden Punkte, wenn man die beiden verbindet, so, jetzt ganz bitte gerade mit einem Lineal, die haben natürlich einen Mittelpunkt. So, ganz grob gesehen wäre der sicherlich hier. Und diesen Mittelpunkt, den suchen wir jetzt. Und wie das Ganze mit Hilfe von Vektoren klappt, das siehst du an dieser Formel. Viele machen den Fehler, dass sie einfach nur die Hälfte von der Strecke von A nach B berechnen. Das ist also der Hauptfehler. Es stimmt nicht. Im Endeffekt gehst du, einfach nur um eine andere Farbe zu benutzen, von dem Punkt, vom Ursprung aus zu A oder zu B, das wäre egal. Das heißt, du hast den Vektor A hier und von dort aus gehst du die Hälfte der Strecke oder beziehungsweise die Hälfte des Vektors von A nach B. Der Vektor von A nach B wäre ja da, der hier. Wenn ich jetzt einfach nur A plus AB rechnen würde, wäre ich hier. Wo will ich aber hin? Ich will in die Mitte. Also bis hierhin ist das hier die Hälfte von A nach B. So, aber du musst halt, wie gesagt, immer im Ursprung starten. Das heißt, du startest im Ursprung und dieser Vektor, beziehungsweise dieser Punkt, der startet offensichtlich nicht im Ursprung. Wenn ich einfach nur den Vektor von A nach B gehen würde, dann würde ich von so einer Koordinate irgendwie so gehen. Das heißt, ich starte immer im Ursprung, gehe erst zu A und von dort aus, also plus, du weißt, wenn man zwei Vektoren aneinander hängt, rechnet man plus. Da an diesem Vektor A hängt man den Vektor von 1/2 von A nach B dran. Ganz kurz nochmal zur grafischen Bedeutung. Der Vektor von A nach B ist zweifelsohne der Vektor, der hier anfängt und da aufhört. 1/2 A nach B wäre sicherlich dieser Vektor. Aber wenn ich das nur machen würde, würde dieser Vektor irgendwie im Koordinatenursprung anfangen und so grob, naja, so grob hier so hingehen. Und hier ist offensichtlich nicht der Mittelpunkt. Das heißt, du musst erst einmal vom Koordinatenursprung zu A gehen und dort dranhängen. Dranhängen heißt Plusrechnung. Den Vektor 1/2 A nach B. Wie funktioniert das Ganze rechnerisch? Naja, rechnerisch ist das gar nicht so schwer. Der Vektor A ist einfach der Vektor 2, 4 und minus 2. Plus 1/2 mal. Jetzt brauche ich den Vektor von A nach B. Wenn du einen Verbindungsvektor berechnest, rechnest du ja immer das hintere minus das vordere. Also hierfür, nur für diesen Teil, rechne ich jetzt B minus A. Das heißt also, minus 2, 0 und 6, Vektor B, minus Vektor A, 2, 4 und minus 2. Und ich musste unbedingt diese eckigen Klammern setzen, denn sonst, wenn ich sie nicht setzen würde, hier ist eine Malrechnung, würde Punkt vor Strichrechnung gelten und ich würde nur den Vektor A mal 1/2 nehmen. Wenn wir das jetzt ausrechnen, wir können das hier gerne übernehmen, 2, 4, minus 2 und wir machen erst einmal die Rechnung da hinten. So, minus 2, minus 2 ist minus 4, 0, minus 4 ist auch minus 4 und dann wieder jetzt hier, da habe ich irgendwas, doch,
6, das ist eine 6, sorry, ich konnte mal eigentlich schriftlich lesen. 6 minus minus 2, das ist 8. So. Weiter ausrechnen, Punkt vor Strichrechnung. Wir übernehmen auch nochmal diesen Vektor. Also 2, 4 und minus 2. Und wir rechnen diesen Vektor mal 1/2. 1/2 mal minus 4 ist einfach mal minus 2. 1/2 mal minus 4 ist immer noch minus 2. 1/2 mal 8 ist 4. Und jetzt kannst du danach, wenn du diese Malrechnung erst gemacht hast, denn auch in der Vektorrechnung geht Punkt vor Strichrechnung, musst du halt erst die Punktrechnung machen. Jetzt kannst du koordinatenweise plus rechnen. 2 plus minus 2 ist 0. 4 plus minus 2 ist 2. Minus 2 plus 4 ist 2. Das heißt, dieser Mittelpunkt hat die Koordinaten 0, 2, 2. Das soll es für heute schon gewesen sein. Wenn du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast oder generell zu der Vektorrechnung, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Dann mache ich noch weitere Videos dazu. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.